So, hallo Leute, heute geht's weiter. Ich war heute Morgen schon wieder ein bisschen fleißig. Ich habe alles runtergeholt, habe den schon mal so weitestgehend angepickt. Antriebswellen, alles lose, Kabel, Servo, alles runter, alles weg. Und dann werden wir den da gleich rausheben. Dann werden wir das Getriebe davon trennen. Dann werden wir den ganzen Motor komplett sauber machen, prüfen. Und bei Gelegenheit, wenn das alles noch toppi ist, werde ich den wieder zusammenbauen. So ist der Plan heute. Ja, wir sind wild unterwegs. Hier ist noch ein bisschen was zu tun. Ja, da wird noch ein bisschen abgestimmt. Hier wird noch was gemacht. So ist es heute. Wie gesagt, ich habe auch schon alle Schrauben lose soweit. Ich will jetzt hier aber nicht mit einer Hand und Kran mit euch da Motor rausholen. Nicht, dass noch irgendwas in die Hose geht, weil ich immer aufpassen muss da oben. Wenn der gleich kommt, dann schwingt der so ein bisschen rüber. Deswegen habe ich die Haube auch schon bis Maximum aufgespannt. Ja, das wollte ich euch nun mal eben erzählen, da das heute hier weitergeht. Teil 2. Seid gespannt, bleibt dran. Ne? Wir sehen uns. Ciao. Bis gleich. So, ein paar Minuten später. Aggregat ist raus. Aggregat hängt hier. Ja, hier ist nicht mehr viel los. Hier ist nur alles ruht. Ja, wir müssen Gockel auch mal wieder einen Baden Plattdütsch beibringen, ne? Damit er nicht nur Polnisch kann, nicht nur schwätzen, sondern dass er auch mal ein bisschen platt proben kann. Ja, da sind wir mal gespannt, Alter. Werden wir den Motor jetzt gleich nach dem Mittag komplett zerlegen. Goggel holt gerade was zu essen. Dann werden wir erstmal ein bisschen was mampfen, weil ohne Mampf kein Kampf. Ist ja schon immer so. Dann werde ich mir das Ding auf den Tisch legen. Und dann geht's voll Gas weiter, Jungs. Also, dranbleiben, bis gleich. So, hallo Leute, heute geht's weiter. Ich habe den Motor schon komplett überholt. Das heißt, er hat neue Ketten, alles gekriegt, Ritzel, alles, was dazugehört. Wir haben alles wieder zusammen, alles mit Schraubensicherung vernünftig fest. Ja, ich muss mich auch noch mal ein kleines bisschen korrigieren, weil ich ja gesagt habe, der Motor lief nie. Es war wie folgt, der Motor lief mal in dem Wagen und dann hat er den zur Firma gebracht zum Verstärken. Das heißt, er hat Pleuel, Nockenwellenräder und scharfe Nockenwellen und sowas gekriegt. Und danach ist das Malheur passiert, weil man sieht ja, dass der mal gelaufen ist. Ne? So, aber er lief halt nach diesem Umbau, deswegen habe ich das so gesagt, nicht, dass ihr mich da jetzt dran festnagelt. Weil die ein oder anderen Kommentare von euch ja immer kommen. Wir haben ja einige Leute am Kanal dabei, die warten ja nur darauf, dass ich irgendwas sage, was nicht ganz stimmig ist, damit sie sich daran richtig aufgeilen können. Ne? So, der ganze Kram hängt hier jetzt. Ich hätte den schon fast wieder eingehangen ohne euch. Ich werde das Rad hier noch mal eben ein bisschen schick machen, ne? Sieht ja voll doof aus. Das mache ich noch eben schick. Ja, da hat er hier so ein abgedrehtes Rad drauf, hat keine OT-Markierung. Habe ich mir eben eine geschlagen. Ne? Den komplett auf OT gestellt, habe mir eine geschlagen, damit ich das nachher besser auf OT stellen kann. Ja, ich habe einiges an Müll da rausgeholt. Haben wir hier noch die Schrauben? Ne, gehen das, oder? Liegt die hier oben? Und dann habe ich rüber gepackt. Wie gesagt, ich habe alle Schrauben gefunden, die da reingefallen sind in der Kiste, also in dem Motor. Das sind die hier. Da sieht man auch komplett, die sind komplett verwichst. Ne? Ja, die Nockenwellenräder, wie gesagt, können wir halt nicht mehr nehmen. Ne? Ich versuche euch das jetzt nochmal zu zeigen. Hier seht ihr das zum Beispiel. Seht ihr, wie schief die Zähne sind? Und voll weggefressen. Nur bei dem anderen sogar noch eine ganze Ecke schlimmer. So, mal so Richtung Licht. Könnt ihr es sehen? Ja, so ist der Plan. Wie gesagt, ich habe gestern noch mit Max geschnackt, der hatte mir noch Öl bestellt und so weiter und so fort. Ölfilter liegt da auch schon. Das bedeutet, ich werde jetzt noch mal eben das Gehäuse und alles reinigen, damit wir auf einer ganz sicheren Seite sind. Ja, ich habe den Motor wieder ein bisschen schwarz gemacht, damit der schöner aussieht. Der sah so ein bisschen abgefuckt aus. Ne? Dose schwarz in Ehren, kann niemand verwehren. Ja. Dann wollen wir aber auch nicht weiter rumlabern hier. Dann will ich mal zusehen, dass wir die Kiste da wieder reinkriegen. Und dann bauen wir den Stück für Stück zusammen. Ich denke mal, Kopfdichtung kommt heute Mittag noch.
Zylinderkopf liegt bei mir schon hinten auf der Werkbank. Das werde ich gleich ummodellieren, dass das auf diesen Tisch kommt. Und dann werde ich alle Ventile raus, alles neu machen. Und dann warten, bis die Kopfdichtung wieder da ist und dann geht's weiter. Also Jungs, dranbleiben, bis gleich. So Jungs, das Motörchen ist da wieder drin. Nur reingehangen, mit drei Schrauben festgemacht. Antriebswellen habe ich auch schon soweit wieder dran, beidseitig. Den Kopf habe ich heute auch komplett sauber gemacht, gereinigt, gespült. Hier sind die ganzen Federn. Die Ventile, wie gesagt, sind hinüber. Habe ich hier nur noch ein krummes. Könnt ihr also sehen, ne? Habe ich noch einen hier. So, damn. Habe ich noch so ein richtig krummes Ding. Der hier zum Beispiel, der ist auch so komplett. Ja, jetzt ist der Plan, morgen die ganze Scheiße wieder einschleifen. Wieder vernünftig fertig machen. Federn wieder rein, Deckel drauf. Und dann alles einstellen, fertig machen. Wie gesagt, wir haben da alles rausgerissen auf Ventilschaftdichtung und so weiter. Ja, hier liegen noch die restlichen Teile. So sieht das Ganze jetzt aus. Dann bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass er morgen wenigstens mal einen Muff macht. Ne? Ihr wisst ja, was ein Muff ist. Ein Muff heißt dann eben Peng. Und dann läuft er. Hier, Servolenkung zum Ausfahren. Ne? Voll geil, kannst du hier drehen und dann kannst du leicht lenken. Ja, wie gesagt, mein Motor ist auseinander. Mein Rumpf ist auch schon weg. Hier liegt jetzt mein Zylinderkopf. Das ist mein Kopf. Da liegt mein Rumpf. Da ist mein Getriebe. Sechsgang. Ja. Dann habe ich hier. Da liegt mein Winkelgetriebe. Und wie gesagt, hier sind noch. Hier ist der Anlasser. Hier sind so die ganzen Teile, die ich jetzt alle nach und nach strahle. Ich habe auch da unter meinen Tisch hier. Schon eine ganze Kiste, seht ihr das voll? Alles mit gestrahlte Teile, Kettenspanner und so weiter und so fort. Wird alles komplett in Schwarzhochglanz gepulvert. Ja, und dann hauen wir den Ofen wieder zusammen, würde ich sagen. Ja, wir machen hier auch gerade so ein bisschen klar Schiff. Wir fahren ein paar Motoren rüber ins Außenlager. Da ist Max gerade bei, der räumt hier hin und her und verpackt die Felgen, was wir hier nicht mehr brauchen, weil wir haben kaum noch Platz. Kaum. Was ist brutal? Ihr seid ja richtig fertig. So Jungs, ich werde jetzt aber nach Hause gehen, Feierabend machen, reicht für heute. Haut rein, hab euch lieb, ciao.